herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Jung genug, um drauf zu scheißen Box von K1. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Jung genug, um drauf zu scheißen, beziehungsweise JGUDZS von K1, das Ganze im Jahr 2015 erschienen. So sieht das aus. Wir haben hier eine weiße Box, oben einen roten K1-Schriftzug, der recht wild aussieht, also so mit Blutspritzern hier unterlegt, und die Schriftart ist auch so ein bisschen geritzt bzw. gehackt. Und was man ja auch sieht, das Ganze ist erhaben, also man kann hier wirklich drüber fahren und spürt hier jeden einzelnen Buchstaben. Das wurde hier so rausgestanzt. Dann haben wir hier auf der rechten Seite in schwarz abgebildet K1. Hier, wie man ihn kennt, mit Sonnenbrille. Und darunter lesen wir dann JGUDZS, jung genug, um drauf zu scheißen. Von unten glatt weiß. Auf der rechten Seite haben wir dann auch weiß, allerdings, man sieht das hier im Licht ganz gut, K1 in so einer Glanzschrift, die hier wirklich nur sichtbar ist, wenn das Licht drauf fällt. Oberseite wie auch schon die Unterseite glatt weiß. Und auf der linken Seite dann ebenfalls wieder dieser glänzende Schriftzug. Von hinten sieht das Ganze so aus. Wir haben hier einen Barcode und die Credits. Und hier gibt es dann noch ein paar schwarze Tintenkleckser. Also wir haben hier oben und hier dann an der Seite Tintenkleckse. Das Ganze ist eine Klappbox, geht dann hier auf der Seite auf. Es hat auch schon geklappert. Und dann kommen wir zum Boxinhalt. Wir haben hier einmal eine Powerbank in Karton verpackt. Dann haben wir das Album Jung genug, um drauf zu scheißen. Die Instrumentals zum Album. Ein unterschriebenes Poster. Und ein Songbook, also ein Textbuch. Gut, von innen die Box glatt weiß. Allerdings, was ich euch noch zeigen möchte, ich hoffe, man kann das hier halbwegs sehen. Man sieht hier wirklich, wie das Ganze hier so rausgestanzt wurde. Also das K1 hier wirklich spürbar. Und hier unten auch noch ganz leicht der Schriftzug, die Abkürzung des Albums wurde hier ebenfalls so rausgedrückt. Also auch dieses hier erspürbar. Gut. Dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Also es ist das vierte Soloalbum von K1. Wir haben hier das Cover wie auch schon auf der Box. Und das Ganze kommt in einem Super Jewel Case. Hier in diesem Balken auf der Seite lesen wir Jung genug, um drauf zu scheißen. Also der Albumtitel. Ebenso hier auf der Seite. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 19 Tracks an der Zahl und wir haben auf diese 19 Tracks einige Features verteilt. Und zwar haben wir hier Features von Philippe Haitier, Nisa, nochmals Philippe Haitier, Xavier Naidoo, Dante Thomas, Elgier, Michael O und DMX und KNS, der Engineer. Also DMX, echt krasses Feature. Für die Älteren unter euch, die kennen den sicher noch, absolute US-Rap-Legende. Frage ich mich echt nach wie vor, wie es der auf das Album geschafft hat. Starke Leistung auf jeden Fall. Dann haben wir hier auch wieder Credits und einen Barcode auf der rechten Seite und diese schwarzen Tintenkleckse, diese Farbsprinkel. Dann schauen wir mal ins Booklet. So, wir haben hier ähnlich schon wie auch hier das K1. Auch die Zahlen hier, die die Tracks nummerieren, in dieser roten Hackschrift. Also Track für Track hier aufgeschlüsselt. Wer war daran beteiligt, wer hat das Ganze geschrieben, produziert etc. Die meisten Tracks hier wirklich von Gorex produziert. So sieht das aus. Also das Booklet hauptsächlich in schwarz-weiß und rot gehalten. Alle Tracks hier zu sehen. Sehr textlastig, wir haben hier keinerlei Fotografien, wirklich diese
roten Zahlen und diese schwarzen Farbkleckse hier die einzigen Abwechslungen zum Text. Und zum Abschluss haben wir noch eine Danksagung. Danke an all die Leute, die an mich geglaubt haben. Durch euch habe ich diese Motivation bekommen, die ich gebraucht habe, um meine Ziele zu erreichen. Und einen besonderen Dank an all meine Hater. Ihr habt mir bestätigt, dass ich was habe, auf das man neidisch sein kann. Falls ich jemanden vergessen habe, tut's mir nicht leid. Okay. Okay. Ja, also, klassische Danksagung, relativ kurz gehalten, deswegen habe ich sie euch jetzt auch vorgelesen. Und dann haben wir hier noch die Credits und weitere Farbkleckse. Booklet machen wir mal wieder rein. Dann kommen wir zum Album. Die CD sieht so aus, auch wieder sehr minimalistisch hier in Schwarz-Weiß und Rot gehalten. Die CD allerdings Gold, also das gefällt mir richtig gut, dass es nicht so dieses klassische Silber ist, sondern hier Gold eingefärbt wurde. Und hier die Rückseite wieder in Weiß. Dann haben wir Instrumentals zum Album, die kommen in einer roten Papphülle, also das Cover. Nur eben in diesem Fall in einer roten Variante. Dafür ist der Schriftzug oben in Weiß. Hier haben wir keine Tracklist hinten aufgedruckt. Und CCT sieht dann so aus. K1, JG, UD, ZS lesen wir auch hier wieder. Und dieser ist ebenfalls gold eingefärbt. Sehr schön. Dann kommen wir zur Powerbank. Die ist hier noch in einem kleinen Karton verpackt. Öffnen wir mal. So. Und in diesem Karton haben wir einerseits mal eine Papierbeilage, also das ist die Gebrauchsanleitung, der Hinweis, wie das Ganze zu verwenden ist. Sicherheitshinweise, das erspare ich euch jetzt mal an dieser Stelle. Ich glaube, jeder von euch weiß, wie eine Powerbank zu verwenden ist. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier eine schwarze Powerbank. Hier wieder mit dem roten Schriftzug K1. Dann haben wir hier zwei Tasten, die hier noch abgeklebt wurden. Also wir machen das mal kurz ab, ob die Tasten jetzt wirklich Gold sind oder ob das einfach nur wegen der Abklebung, wegen dieser Folie so aussieht. Würde mich echt interessieren. Nein, also es war wirklich nur die Folie hier in diesem Goldgelb. Die Knöpfe sind dann in Silber gehalten. So sehen die aus. Wir haben einen großen, silberne, das da vorne ist anscheinend gar kein Knopf. Also einfach nur optisches Element. Das hier ist der einzige Knopf hier. So sieht das dann aus. Hier haben wir dann noch die Angaben zur Leistung. Jawohl. Und hier dann entsprechend die Ein- bzw. Ausgänge. Also was lesen wir hier? 5 Volt gehen da rein, 5 Volt kommen da raus. Wir haben hier dann entsprechend ein Kabel. Auf der einen Seite USB, auf der anderen Seite Micro-USB und dann kann man hier das entsprechend laden und entsprechend natürlich entladen für euer Handy oder was auch immer ihr damit laden wollt. Dann haben wir mit dabei ein Songbook, ein Textheft. Sieht so aus wie so ein altes ledernes Büchlein hier von der Optik her. Es ist vom Umschlag her auch etwas interessant, also es ist nicht so ein klassisches Papier-Songbook, sondern es ist wirklich so etwas spezieller beschichtet. Also es ist etwas härter und es fühlt sich ein bisschen so, ja, beschichtet an. Sehr spannend. Dann haben wir hinten wieder die Credits. Durchgehend hier diese schwarze Lederoptik. Dann schauen wir mal hinein. So, auf der ersten Seite haben wir mal die Tracks. Alle nochmal aufgelistet, inklusive Features. Und wie auch schon im Booklet hier dann einzeln durchnummeriert mit den kompletten Texten. Das gefällt mir wirklich gut, also ich bin generell immer ein Fan davon, wenn es die Texte ins Booklet oder auch in ein eigenes Textbuch schaffen, in so ein Songbook. Sehr schön. Da kann man dann jeden Text Wort für Wort mitlesen oder entsprechend nachschlagen, falls man mal etwas nicht verstanden haben sollte. Jawohl. Und zu guter Letzt kommen wir zum Poster. Dieses sieht so aus. Wir haben hier das Poster in der Optik, wie auch schon das Boxcover, also das Albumcover in diesem Fall, aber im Hochformat. Hier unten lesen wir wieder den Albumtitel, sowohl in der abgekürzten Variante als auch ausgeschrieben.
Dann haben wir hier rechts wieder K1 und wir haben hier auch eine Unterschrift. Hier wurde mit rotem Marker unterschrieben. K1 lesen wir hier. Und oben dann auch wieder K1, der bekannte Schriftzug. Ja, ist eine Alternative zu einer regulären Autogrammkarte. Ist immer so eine Sache. Manches stehen drauf, wenn das Poster unterschrieben ist. Manche haben es lieber auf der Autogrammkarte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bevorzuge die Unterschriften lieber, also ich habe sie lieber auf der Autogrammkarte, nicht auf dem Poster, weil es in meinen Augen dann doch irgendwie die Optik ein bisschen beeinträchtigt auf dem Poster. Aber das ist natürlich nur mein Geschmack. Falls ihr das anders seht, könnt ihr mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, einseitig bedruckt, im Hochformat und signiert. Dann das Songbook mit allen Lyrics zu den 19 Tracks. Die Instrumentals zum Album. Die Powerbank inklusive Kabel. Und natürlich das Album an sich, jung genug, um drauf zu scheißen, von K1 mit insgesamt 19 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box JG UD ZS bzw. jung genug, um drauf zu scheißen von K1. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr K1 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.